Sieht so jemand aus, der ausgeschlafen ist? Weiß ich jetzt nicht. Erstmal Bahn nicht bekommen. Lieben wir. Kennt ihr das? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ungefähr alles vergessen. Und ich habe meine Kopfhörer nicht gefunden. Hate my life. Mensch, Leute. Sogar noch eine Minute zu früh am Bahngleis. Das hier wird ja nicht. Über Dom, Ulmer und Willy-Brandt-Platz. Next train, U5. Wie laut will irgendwas sein? Station, Good morning in the morning. Oder irgendwie eher Nacht. Zumindest fühle ich mich so, weil ich habe 2 Stunden geschlafen. Naja, aber kennt ihr mich noch? An dieser Stelle hätte ich jetzt eigentlich gerne die 21st Century Titelmelodie. Ihr wisst schon. Okay, ich hoffe, niemand sieht mich. Ja. Hi, ich bin's, Lena. Lena hatte echt einen wunderbaren Morgen. Sie hat sich beim Rasieren geschnitten. Das hat zum Glück gar nicht wehgetan. Dann hat sie ihre Kopfhörer nicht gefunden. Das hat eigentlich fast noch mehr wehgetan. Dann hat sie wildknutschende Menschen vor ihrer Haustür erwischt. Das war super schön. Und dann sind ihr fast die Ohren abgefallen, als ihre Bahn angesagt wurde. Klingt doch nach einem rundum perfekten Morgen. Zumindest hatte sie einen super coolen, großen, tollen Kaffee. Nicht. Ich hoffe, euer Morgen war besser. Aber es hätte eigentlich schlimmer kommen können, wenn ich nochmal einen letzten Blick in meine Tasche geworfen hätte. Dann hätte ich mein Kleid auf meiner Kommode vergessen und hätte jetzt so auf die Dominator gehen können. Ach ja, übrigens mache ich heute mal was super Wildes. Und zwar in einem Bus mitfahren, in dem ich selber nicht der Begleiter bin. Das Gute an der Sache ist, ich kann jetzt noch ein bisschen schlafen. So, aber wenn ich mir die hier so anschaue, dann sind die auf jeden Fall auch noch halb am Schlafen. So, was habe ich hier erwischt? Wir haben 5.20 Uhr und hier wird schon der erste Alkohol konsumiert. Das ging in die Hose. Oder eher ins Auge. Naja, Prost. Die sich hier verstecken, das ist übrigens unsere Busbegleiterin, das ist die Lisa. Lisa, erzähl doch mal was über dich. Nein. Doch. Doch, Lisa, komm. Ich hasse es. Okay. So, wir schauen jetzt mal schön der Lisa zu, was die hier als Busbegleiterin alles Tolles machen muss. Number one, die Sitzplatzliste, das Grauen eines jeden Busbegleiters. Finde ich süß, Mensch, warte. Oh Mensch, wie lange habt ihr euch denn nicht mehr gesehen hier? Oh, hartes Lob. Drei, zwei, eins, hallo! Ob die wollen, dass wir hier wegfahren? Okay, na gut. Spa-Travel? Tattoo-Spa. Da ist Markus. Okay, wie viele Hartus-Busse wollen hier eigentlich stehen? Hammer. Denkt ihr, die wollen los? An, ja? Okay, 3, 2, 1. Wow, super. We there. Woo.
Ach schön, Mensch. Schön sieht's hier aus. Oh yeah. Oh yeah. This was Dominator! Party Spaß, oder? Party Spaß. Oder? So, liebe Leute, hier sehen Sie live, wenn die Busbegleiter und Friends ihren eigenen Bus nicht finden. Aufgeschissen! Gleichfalls! Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe auf Anhieb meinen Bus gefunden. Okay, danke Ihnen da. Man könnte es nicht richtiger machen. Habt ihr alle noch Bock? Yay! Also, wir haben noch so, Leute, this was Dominator. Ich verabschiede mich. Gute Nacht.